Modelltest höher verstehen. Teil 1. Du hörst nun eine Nachrichtensendung, dazu sollst du 5 Aufgaben lösen. Du hörst die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheide beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markiere deine Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 41 bis 45. Markiere plus gleich richtig und minus gleich falsch. Lies jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Du hast dazu 30 Sekunden Zeit. Für den Pariser Journalisten Anton Leiris änderte sich alles, als er beim Anschlag auf den Club Bataclan seine Ehefrau und Mutter seines Sohnes verlor. Es ist der 13. November 2015, als eine junge Familie, Hélène, Antoine und ihr 17 Monate alter Sohn Melville getötet werden. Hélène ist an dem Abend im Pariser Club Bataclan, in dem islamistische Terroristen über 100 Menschen erschießen. Der Film Meinen Hass bekommt ihr nicht erzählt die Geschichte von Antoine Leiris, der damals nur wenige Tage nach dem Attentat in einem bewegenden Social-Media-Post erklärt, meinen Hass bekommt ihr nicht. Dieser Facebook-Post, der einen Nerv traf, und die kaum fassbare Trauer eines Mannes, der die Liebe seines Lebens, die Mutter seines kleinen Sohns Melville beim Anschlag auf das Bataclan am 13. November 2015 verlor, das waren die wichtigsten Worte des Journalisten Anton Leiris ein paar Tage nach der brutalen Ermordung seiner Frau. Anton Leiris veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform später den Titel seines Buchs über seinen Leidensweg in dieser Zeit und so wurde Anton Leiris zu einer heilenden Stimme in dieser Zeit des Schmerzes. Der Film Meinen Hass bekommt ihr nicht ist eine deutsch-französisch-belgische Koproduktion. Regie führte Kilian Riedhof, der schon vorher 2 dramatische wahre Ereignisse verfilmt hat, hier aber vor allem den Fokus auf die erschütterte, gebrochene Innenwelt von Paris setzt. Keine Heldengeschichte, sondern ein berührendes und ungeschöntes Nachempfinden des Versuchs, Leiden und der Verzweiflung zu entkommen. Die Zahl der Geflüchteten, die in diesem Jahr in Berlin angekommen sind, übersteigt schon jetzt die Menge von 2015. Die private Unterbringung von Flüchtlingen und die ehrenamtliche Hilfe ist an ihre Grenzen gestoßen. In den Jahren 2015 und 2016, als täglich hunderte Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und vielen afrikanischen Ländern nach Berlin kamen, war die Stadt schlecht vorbereitet. Das Versorgungssystem brach fast zusammen. Ohne die Ehrenamtlichen vom Verein Moabit Hilft wäre vieles nicht zu schaffen gewesen. Diana Henniges hatte die Initiative gegründet und ist bis heute die Leiterin. Jetzt sieht die 45-Jährige mit Sorge, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren könnte. 10.000 neue Schlafplätze braucht es bis Jahresende in Berlin, um Geflüchtete unterzubringen, das sagte Sozialsenatorin Katja Kipping in dieser Woche. Und wenn der Winter kommt, ist mit vielen weiteren zu rechnen. Das könnte die Stadt vor große Probleme stellen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sprechen über die Schwierigkeiten privater Unterbringung von Geflüchteten und über Kinder, die sich allein aus Afghanistan nach Berlin aufgemacht haben. Es ist jetzt Zeit für mehr professionelle Unterstützung, auch für die Helfenden. Hallo, es ist Halbzeit, aber nicht etwa bei einem Fußballspiel, sondern in den USA in der aktuellen Legislaturperiode von Präsident Joe Biden. Die Midterms, also auf Deutsch übersetzt, die Zwischenwahlen, standen an. Da wird ein neuer Kongress gewählt. Das heißt, das Repräsentantenhaus wird neu gewählt und etwa ein Drittel der Abgeordneten des Senats. Midterms gelten traditionell auch als Bewährungsprobe für den aktuellen Präsidenten und um im Fußballjargon zu bleiben, es steht sowas wie 1:1 zur Halbzeit. Die rote Welle,
Also ein erdrutschartiger Sieg der Republikaner bei den Kongresswahlen fand nicht statt. Die Zwischenwahlen in den USA gingen für Präsident Joe Biden besser aus als befürchtet. Für die Republikaner und Donald Trump hingegen schlechter als erhofft. Trump liebäugelt damit, wieder als Präsident zu kandidieren. Ob er es tun wird, will er am nächsten Dienstag verkünden. Nur 3000 aus der Ukraine nach Berlin Geflüchtete wohnen in Unterkünften des Landesamts, alle anderen sind privat untergekommen. Darunter auch drei jungen Frauen aus Charkiw, die bei einer Familie in Lichtenrade wohnen und seit Monaten vergeblich eine Wohnung suchen. Seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine haben Marie und ihr Mann Daniel ihr Haus in Lichtenrade zu einem improvisierten Hostel für Flüchtlinge gemacht. Den Anstoß gab auch ihr kleiner Sohn. Der damals 5-jährige Sohn meinte, wir haben noch Stühle am Tisch frei. Die Leute, die keine Wohnung haben, können doch bei uns wohnen. Gesagt, getan. Im ersten Monat nahmen Marie und ihr Mann Daniel Familien auf. Seit Ende März wurden nun drei junge ukrainische Frauen bei der Berliner Gastfamilie. Da ist beispielsweise Elena. Sie ist 21 und will Flugbegleiterin werden. Dann wohnt hier noch Katharina. Sie ist ebenfalls 21. Die angehende Grafikdesignerin hat inzwischen ihr Online-Studium abgeschlossen. Sie wird die große Katja genannt, weil es auch die kleine Katja gibt, denn die kleine Katja war noch minderjährig, als die drei Frauen nach dreitägiger Flucht in Berlin ankamen. Hier in Berlin-Lichtenrade haben sie es gut getroffen. Das Zimmer ist zwar klein, aber sie haben ein eigenes Bad und vor allem eine Gastfamilie, die sie wie eine Familie behandelt, sie im Umgang mit Behörden unterstützt und mit ihnen Ausflüge macht. Jedes fünfte Auto in Deutschland ist mit Mängeln unterwegs. Diesen Schluss zieht der Technische Überwachungsverein, auch TÜV genannt, aus seiner jährlichen Auswertung aller knapp 10 Millionen TÜV-Untersuchungen. Das sah schon mal besser aus. Das war aber wohl ein spezieller Corona-Effekt. Vor der Corona-Krise haben viele Menschen ihr Auto stehen gelassen, sind weniger gefahren und haben ihre Fahrzeuge gewartet. All das konnten die Prüforganisationen des TÜV in den Hauptuntersuchungen sehen. Sie bescheinigten den Gefährten einen besseren technischen Zustand als in den Jahren vor Beginn der Pandemie. Jetzt in diesem Jahr haben wir wieder diesen Zustand vor Corona. Das heißt, jedes fünfte Fahrzeug in Deutschland ist mit Mängeln unterwegs. Das sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. 15.000 Autos mussten sofort stillgelegt werden, 16.000 kamen mit gefährlichen Mängeln direkt in die Werkstatt, etwa bei defekten Bremsschläuche oder porösen, stark abgefahrenen Reifen oder weil sämtliche Bremslichter ausgefallen waren. Generell steigt laut TÜV-Report das Durchschnittsalter der Fahrzeuge im Land. Erstmals waren 43% der Pkw 10 Jahre oder älter. Je älter das Fahrzeug ist, desto genauer muss man eigentlich hinschauen. Bei älteren Fahrzeugen muss man nochmal ein besonderes Auge drauf werfen, um halt eben die technische Sicherheit hier auch genauer im Blick zu haben. Bei den Hauptuntersuchungen fahren zunehmend Elektroautos vor, oft mit einem typischen Problem, Mängel an den Bremsen. E-Autos verzögern stärker als Benzinö, wenn man vom Gas geht, deshalb werden die Bremsen weniger in Anspruch genommen. Negativ ist allerdings, dass durch diese weniger Betätigung der Fußbremse auch Bremsen oft festrosten zum Beispiel, und das können wir bei diesen Fahrzeugen sehen. Das heißt, da haben wir etwas doppelt so hohe Quoten an Mängeln bei den Bremsen festgestellt, als es bei den klassischen Verbrennern der Fall ist. Zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren ist die Kaufhauskette Karstadt insolvent. Ein Drittel der knapp 130 verbliebenen Häuser steht zur Disposition. Für einen Teil interessiert sich der Online-Händler Büro.de mit Sitz im nordrhein-westfälischen Detmold. Bislang ist es eine Art Wunschliste, die 47 Filialen, für die Büro.de sein Interesse bekundet hat, entsprechend den Kriterien, die der Online-Schreibwarenhändler für sich formuliert hat. Sie stehen in mittelgroßen Städten mit weniger als 250.000 Einwohnern und mit vielversprechender Kaufkraft. Aspekte des Insolvenzverfahrens hat Markus Schön, Vorstandsvorsitzender von Büro.de, bei seiner Liste nicht berücksichtigt. Wir haben gesagt, wir haben ein Kaufinteresse und haben dann analysiert,
welche Häuser wir kaufen würden und haben uns da ehrlicherweise bislang wenig Gedanken gemacht, ob diese Häuser verkauft werden können, verkauft werden sollen, verkauft werden müssen oder ob es Häuser sind, die geschlossen werden sollen. Wir haben auf jeden Fall ein Kaufinteresse. Ob der Verkäufer dieses Interesse teilt, das weiß der Verkäufer und das wird dann Gegenstand weiterer Gespräche sein. Bemerkenswert, Büro.de wagt sich mit seinen Plänen gleich doppelt aus der Komfortzone. Zum einen will der bisherige Online-Shop damit im großen Stil in den stationären Handel einsteigen, zum anderen soll es in den Filialen dann nicht nur Schreibwaren geben, sondern unter einem neuen noch unbekannten Namen ein echtes Vollsortiment. Für den Erfolg der Elektromobilität ist die Ladeinfrastruktur von entscheidender Bedeutung. Doch der Ausbau des Ladenetzes hinkt vielerorts. Aber es geht voran. Im Jahr 2010 gab es in ganz Europa nur ein paar tausend Ladestationen. Innerhalb von 10 Jahren ist diese Anzahl mit jetzt 6-stellig angewachsen. Das dichteste Netz an Ladestationen je Einwohner auf dem europäischen Kontinent ist in Norwegen vorzufinden. Wer wissen will, wie es auf deutschen Straßen in 10 Jahren aussehen könnte, sollte nach Norwegen schauen. Das Land ist international seit Jahren Spitze beim Umstieg von Verbrennungsmotoren auf Elektroautos. Weder die langen Winter und ihre Kälte, noch Reichweitenangst oder Warten an der Ladesäule konnten den Aufschwung aufhalten. 2020 waren gar erstmals mehr als die Hälfte, genau genommen 54%, aller neu zugelassenen Pkw in Norwegen reine E-Autos. Inklusive Plug-in-Hybride waren es sogar 75%. Fuhren die zunächst vor allem im dichter besiedelten Süden und dort vorrangig im Großraum Oslo, so hat der Elektroboom inzwischen das gesamte Land erfasst. Das führt in der Hauptstadt Oslo zu langen Warteschlangen, dort gibt es mittlerweile zu viele Elektroautos, öffentliche Ladestationen werden knapp. Um den Ansturm zu meistern, wurde Anfang 2019 entschieden, dass das Laden auf kommunalen Parkplätzen nicht mehr kostenlos ist. Ein absolutes Luxusproblem, wenn man in den Rest von Europa schaut. Hier fehlt immer noch ausreichend Ladeinfrastruktur auf dem Land und in Ballungsgebieten. Mit Zunahme der Ladestationen wird derweil der Kostenvergleich zwischen den Anbietern immer wichtiger. Doch der Verbraucher muss schauen, wie er den Durchblick behält. Eine Vielzahl an Ladediensten erschwert mit unterschiedlichsten Preis- und Tarifmodellen die Wahl des passenden Dienstes. Alleine in Deutschland werden fast 300 unterschiedliche Tarife angeboten. Dabei ist ein flächendeckendes Netz an Ladesäulen ein gewichtiges Argument, sich ein E-Auto zuzulegen. Bis 2024 haben die deutschen Hersteller 150 E-Modelle angekündigt. Während die Industrie ein Modell nach dem anderen auf den Markt bringt und sich die Zahl der Elektrofahrzeuge allein in Deutschland in diesem Jahr verdoppelt hat, stieg die Zahl der Lademöglichkeiten in der gleichen Zeit um 50%. Das entspricht etwa 200 neuen Ladepunkten pro Woche. Um mit dem aktuellen Verkaufstempo mitzuhalten, müssten wöchentlich eigentlich 2000 Ladepunkte hinzukommen. Und hier kommt die Lösung von Teil 1 Hörverstehen. Weitere Übungen und Aufgaben zum Erlernen der deutschen Sprache findest du auf meiner kleinen Webseite www.deutschkurs.club.